Was geht ab, meine YouTube-Freunde? Willkommen zurück zu Avon Colony. Oh ja. Was gibt es noch zu sagen? Ich weiß nicht. Nicht mehr viel, würde ich sagen. Also für meine Begriffe reicht mir das aus fürs Spiel. Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Würde sagen, das war's. Ich würde nur sagen, das ist die letzte Folge. Ich habe jetzt nichts mehr Signifikantes Neues, was ich jetzt noch, worauf ich hinarbeiten könnte. Klar, ich könnte das ganze Zeug erforschen. Das können wir schnell machen. Research, hier, komm. Erforscht das jetzt noch der Rest. Da können wir noch rausfinden, zur Not noch, wie wir die anderen Stoffe herkriegen. Wir suchen einfach mal ein bisschen was ab hier. Hier gibt es zum Beispiel Korn. Aber ich glaube, Korn haben wir. Gucken wir mal. Ja, Korn haben wir schon. Wir bräuchten was Neues. Und traden nach neuen Stoffen ging ja auch nicht. Kannst du höchstens hochtraden, dass man dann irgendwas kriegen. Ist ja nur das andere Zeug, was wir eigentlich schon im Prinzip hätten. Also, ich habe jetzt keine Ahnung, wo wir das andere Zeug herbekommen, was wir anpflanzen können. Das ist ja noch. Oder vielleicht gibt es das noch gar nicht, ich weiß nicht. Aber ich denke mal, das gibt's schon. Ist hier dann hier. Das andere Zeug, also Weed, Entari, Kelkospores, Kroji, Kuori-Spores und die Xeno Sage Sage, wie sagt man dazu? Keine Ahnung. Ich würde mal noch ein bisschen über die Map gucken. Ist das hier Eis? Bisschen abgehackt, die Textur. Bisschen über die Map gucken, ob wir da noch was finden. Forschung noch nicht ganz fertig. Kann man das damit rumfahren? Okay, das kann man oben lassen. Da sehen wir das nebenbei noch. Ah, scheiße, sehen wir da nicht. Wenn wir irgendwo draufklicken. Was ist das hier? Building destroyed. Was? Bei einem Blitz? Von einem Blitz? Ei. Fuck. Hier fehlt ja ein bisschen was. Was ist das für ein Müll? Werden einfach meine Gebäude zerstört beim Blitz. What the fuck? Da müssen wir. Gab es gar keine Straßenverbindung mehr von da nach da. Eieiei. Gar nicht gemerkt. Ohne Scheiß. Eisen. Naja, erforscht ja noch der Rest, aber wir brauchen ja trotzdem die Ressourcen erstmal. Irgendwelche Samen oder sowas. Was hatten wir noch für Teile im Mill? Da machen wir ja, da produzieren wir ja quasi nur. Ansonsten Eisen. Ich hätte jetzt auf die Torps gedacht, dass da noch irgendwas drin ist bei den Kisten, die ab und zu mal rumliegen. Hä, schon wieder? Was ist das für eine Scheiße? Geht dauernd was kaputt. Oh, ist ja nervig. Kann bestimmt ausstellen. Ah, ich sehe momentan gar keine Kisten mehr. Die einzige Kiste, die ich noch gesehen hatte, war ja drüben. Ah, die können wir nicht. Weil da war nichts in der Nähe. Ansonsten. Das noch einer. Goldnanitenbrot. Nützt uns im Prinzip jetzt auch nichts. Und hier. Wodka-Naniten Juwelen, glaube ich. Wodka, what the fuck? Kann mir echt Wodka machen? Steht gar nicht zur Auswahl. Was zur Hölle? Ja, die sind eh bald fertig. Forschen wir noch das nächste. Sonst hätte ich gar keine Ahnung mehr, was ich machen kann und soll. Aber ich denke mal, das war's auch. Man hat bestimmt einen ersten Eindruck von dem Spiel erwecken können, wenn man sich's holen will. Klar, warum nicht? Wenn es draußen ist, kommen vielleicht noch ein paar neue Elemente dazu, dann erfährt man ein bisschen einfacher, wie man das Zeug noch zusammenkriegt. Was ist denn hier eigentlich los? Kaputt oder was?
Ach Gott. Großteil hätte ich ja schon mal gebaut, quasi. Also von den Gebäuden her zumindest. Was haben wir denn noch so? Was gibt's denn Neues? Ach ja, hier. Bombendrohung. Nee, was war heute los in Chemnitz? Bei mir in Chemnitz. Haben sie doch irgendwie eine Bombenverdacht oder irgend sowas gehabt. Ein Großeinsatz. Im Hackert. Sie wird gleich Hackert-Gebiet. Warum eigentlich Hackert-Siedlung? Die haben immer Hackert-Siedlung gesagt. Als ob das so klein wäre. Aber übel viele Blöcke stehen da rum. Die sagen Hackert-Siedlung. Ja, alles klar. Einfach gar keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall Großeinsatz und keine Bombe gefunden. Ich würde ja sagen, wenn der mutmaßliche Terrorist, war natürlich ein Syrer, was sonst, weg ist und die Zeug gefunden haben, was auf eine Bombe hindeutet, aber keine Bombe direkt. Wenn man das jetzt mal gut kombiniert, würde ich sagen, der Typ läuft mit einer Bombe rum. Wo auch immer die Informationen her hatten, noch, dass der irgendeinen Flughafen in die Luft sprengen will, wir werden sehen. Bin ich mal echt gespannt, ob da noch was bei rauskommt. Also wenn, ihr erfahrt es jetzt zuerst bei Philips. Meine Vermutung, wenn das wieder stimmt, war ja schon mal komisch. Kann ja wieder komisch werden. Wie so ein Weissagungsinstitut hier. Kommt öfters vor, dass wir sowas voraussagen irgendwie. Na gut, jetzt ist es fa fast abzusehen, aber sonst. Weiß ja nie. Ich glaube, man kann eh alles sagen. Irgendwann tritt eh alles ein, das von daher. Ja. Also, bleibt wachsam. Schaut Planet Coaster an. Das läuft noch ewig. Das war's für Avian Colony. Vielen Dank für den, die das noch zugeschaut haben. Ist einfach mir doch egal, was sie wollen. Ich hätte zwar noch mehr bauen können für die Bevölkerung und so. Wir enden hier mit 67% Happiness. Ist über der Hälfte. Ich bin zufrieden. Ist absolute Mehrheit. Also, was will man mehr? Ein paar Wutbürger sind immer dabei. Ja, ich will das gerade gar nicht enden lassen. Ich weiß auch nicht. Ich hänge doch irgendwie an meiner kleinen Kolonie hier mit 225 Einwohnern. Ich wollte gerade schon 225.000 sagen, aber. Nee, so viel sind's da nicht. Ist bestimmt ein schönes Spiel. Aber mir wird's jetzt zu eintönig. Von daher suchen wir uns andere Herausforderungen im Weiten des Weltalls. Meine Abschlussrede ist echt lang. Ich irgendwann von YouTube abtrete, was bestimmt so ein 10-Stunden-Video oder so ein Livestream dauerhaft, wo ich immer sage, wo ich mich bedanke und dann sage Tschüss. Dauerhaft. Und einfach nie enden lasse. So ist das genau hier. Aber wir müssen zu einem Ende kommen. Wieder so ein toller Spruch. Ich drücke jetzt auf die Taste.